habe vegan probiert, aber es hat einfach nicht geklappt. Guten Morgen, ja das Statement höre ich doch schon hin und wieder mal. Ja, und während bei meiner Umstellung alles so reibungslos geklappt hat, muss ich einfach anerkennen, dass es bei nicht jedem so einfach funktioniert hat. Meine Umstellung von Tag 1 an, die findet ihr oben in den Infokarten. Und ich rede hier nicht von jemandem, der mal irgendwie eine Woche vegan gelebt hat und dann lediglich einfach nur seinen Gelüsten erlegen ist und sagt, das hat nicht funktioniert, sondern ich rede hier wirklich von Menschen, die die gesundheitliche Probleme bekommen haben, nachdem sie monatelang oder jahrelang vegan gewesen sind. Ich hatte erst vor ungefähr 4 Wochen ein Gespräch mit einem jungen Mann, der nach 2 Jahren nun sich richtig schlecht und antriebslos fühlt und die vegane Ernährung aufgeben möchte, obwohl er überzeugter Tierrechtler ist. Nachdem wir seine Ernährung analysiert haben und ich ihm einen Bluttest ans Herz gelegt habe und er diesen hat auch machen lassen, da konnten wir in dem Fall auch die Lösung finden und ich möchte auch generell diese Thematik jetzt mit euch besprechen, weil da sind sicherlich viele von betroffen. Wenn du von einer tierischen Ernährung auf eine vegane wechselst, also von omnivore oder von vegetarisch, dann hat dein Körper sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auf deine Ernährung im Laufe der Zeit angepasst. Der Körper ist nicht nur evolutionär in der Lage sich anzupassen, sondern aufgrund seiner zahlreichen akuten Puffersysteme und der intelligenten Entgiftungsmaschinerie kann er von sehr vielen unterschiedlichen Arten der Nahrungszusammensetzung profitieren und auch funktionieren. Natürlich funktioniert er bei einer optimalen, für ihn designten Ernährung besser als wenn man Nahrung zu sich nimmt, für die er nicht konzipiert wurde. Und wer sich zum Beispiel 20 Jahre omnivor ernährt hat, der hat eben neben diesen Anpassungsmaßnahmen auch ein Körpergefühl entwickelt, was sich oft im Appetit niederschlägt. Wer zum Beispiel intuitiv ja, sein Jod herbekommt, sein B12 oder seine Aminosäuren, also die Proteine, ne, das schlägt sich auf den Appetit. Das ist ein Anpassungsprozess, auch von den Gewohnheiten her, von dem Appetit, den man hat. All diese Sachen sind, also von den Nährstoffen, die sind natürlich auch in der veganen Ernährung zu finden. Aber sie sind dann in anderen Quellen enthalten und wer einfach so in eine vegane Ernährung reinstolpert, ohne wirklich direkt auf eine natürliche vegane Ernährung zu fokussieren, also die vegane Rohkost und sich dann auch nicht informiert und einfach statt der Fleischbulette eine Weizenproteinbulette nimmt, bei dem kann es durchaus passieren, dass aufgrund des fehlenden Wissens und der fehlenden Rückmeldung gekochter Nahrung eher Mangelerscheinungen bekommt. Da brauchen wir gar nicht lange drum herum zu diskutieren und zu reden. Die Fälle gab es auch und die gibt es auch weiter. Auch Veganer können Mangelerscheinungen bekommen, wie jeder im Endeffekt mit jeder Ernährungsform Mangelerscheinungen bekommen kann, also einer grundsätzlichen Ernährungsform. Und bei einer Ernährungsumstellung, da sind die Risiken eben besonders groß. Und wer seine Ernährung rein nach der neuen Lust umstellt und nicht auf die Nährstoffe bei der Zusammenstellung der Nahrung achten möchte, der muss dann eben Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist einfach ein Fakt. Es ist möglich vegan zu leben ohne Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn die individuellen Bedürfnisse an die Nahrungsaufnahme sehr eindimensional sind, dann führt kein Weg daran vorbei zu supplementieren. Die optimale Variante ist das natürlich nicht, aber wenn jemand partout kein Wildgrün und kein grünes Gemüse möchte, und das gibt es, ne, dann muss er eben wahrscheinlich zum Beispiel Aminosäuren supplementieren. Wenn jemand kein jodiertes Speisesalz verwenden will und Algen wie die Pest hasst, dann kann es sein, dass er Jod supplementieren muss und so weiter. Ich finde auch das ist immer etwas engstirnig, wenn Menschen meinen, dass man auf Supplemente verzichten muss, nur weil sein eigener Way of Life diese nicht benötigt. Aber man sollte genug Demut an den Tag legen, dass andere Menschen einfach andere Überzeugungen haben. Ein Tierrechtler, wie zum Beispiel der junge Mann vor 4 Wochen, dem ist wichtig, dass er keine Tiere isst. Und erst in zweiter Instanz hat er sich selber im Blick. Und er nimmt lieber jetzt Nahrungsergänzungen als seine Ernährung wieder umzustellen auf eine tierische Ernährung. Warum? Weil ihm das einfach wichtig ist. Seine Priorität ist der Tierschutz und ihm ist keine natürliche Ernährung in irgendeiner Form wichtig. Er möchte einfach die Tiere nicht leiden sehen durch es. Er will aber alle Nährstoffe natürlich auch zu sich nehmen, die er braucht, um irgendwie zu überleben und sich weiter für seine Tierrechte und für seine Idee, für den Sinn des Lebens, was er sich gegeben hat, dass er sich da einsetzen kann, bis er dann irgendwann stirbt. Da ist es immens wichtig, wenn ihr eure Ernährung umstellt, periodisch auch eure Blutwerte testen zu lassen. Was da so passiert mit eurem Blut und so weiter, das könnt ihr auch in meiner Doku Der Weg des Blutes mal live mitverfolgen. Habe ich oben
in den Infokarten verlinkt. Menschen machen sich auch generell immer sehr leicht und suchen die Schuld woanders. In dem Fall hat der junge Mann in erster Instanz der veganen Ernährung die Schuld gegeben. Er sagte, ich kann mich nicht mal vegan ernähren, die vegane Ernährung ist schuld, ich fühle mich schlecht. Oder die YouTuberin Silke Rosenbusch, fällt mir jetzt spontan ein, sie ist irgendwann mit der Rohkost nicht mehr klargekommen und dann hat sie der Rohkost die Schuld gegeben. Menschen machen es sich einfach. So funktioniert der Mensch. Der Weg des geringsten Widerstandes. Aber so findet man nicht die Wahrheit. Der normale Mensch handelt nach dem Minimalprinzip. Er will ein gewisses Ziel erreichen und dafür möglichst wenig Energie aufwenden. Manchmal ist die Energie aber nicht ausreichend, um das Ziel zu erreichen. Das Problem ist dabei aber nicht, dass er nicht ausreichend Energie hatte, um sein Ziel zu erreichen, sondern dass er das Ziel falsch definiert hat. Denn eine Umstellung auf eine vegane Ernährung oder eine Rohkost ist oft das falsche Ziel. Das richtige Ziel wäre die Umstellung auf eine dauerhafte vegane Ernährung und auf eine dauerhafte Rohkost. Und dieses kleine Wörtchen dauerhaft, das macht den Unterschied aus. Denn wenn man das dauerhaft im Fokus hat, dann denkt man größer. Man informiert sich über dauerhafte Effekte und nicht wie man einfach ja, irgendwie einen Geschmack substituieren kann. Man fokussiert komplett neu und nachhaltig und nicht nur von heute auf morgen. Es ist nicht, dass die vegane Ernährung schlecht ist oder die Rohkost, sondern der Mensch informiert sich zu ungenau und formuliert sein Ziel falsch. Besonders tragisch ist es dann, wenn solche Menschen dann ja, nicht nur ihr Ziel nicht erreichen, sondern ihre Erkenntnisse dann mit anderen so teilen, dass die fehlende Demut der eigenen Unfähigkeit zur Arroganz wird. Was man dann zum Beispiel bei der Silke Rosenbusch in vollendeter Form betrachten kann. Man schließt ausgehend von seinen Erfahrungen und den daraus zurecht gefilterten Informationen auf eine Allgemeingültigkeit. Entsprechend untermauert man seine Thesen dann ganz bestimmt und mit den entsprechenden Studien und selektiv ausgewählten Informationen und voila, man hat eine persönliche Erfahrung aufgrund eines falsch formulierten Zieles in anerkanntes Wissen transformiert und Menschen streiten sich daraufhin um Recht und um Unrecht und um Schwarz und um Weiß, alles auf Grundlage einer unbewussten Versuchsanordnung. Daher die Information an alle Menschen, die auf vegan oder auf eine vegane Rohkost umstellen. Es gibt Menschen, die praktizieren diese Art der Ernährung jahrzehntelang erfolgreich, ohne jegliche Mangelerscheinung und fühlen sich fitter, sie fühlen sich aktiver und besser als je zuvor. Lernt von diesen Menschen oder setzt Euch selber intensiv mit Eurer Ernährung auseinander. Testet Euer Blut, schreibt Tagebuch, beobachtet Euch kritisch selbst und am Anfang trackt die Nahrung, die Ihr aufnehmt und schreibt alles auf, lasst Euch die Nährwerte anzeigen. Seiten dafür gibt es im Internet sehr viele, FDDB und Chronometer fallen mir da ganz spontan ein. Macht nicht etwas verantwortlich, wofür Ihr die Verantwortung tragt. Das hilft Euch nicht weiter und Ihr bleibt gemessen an den Möglichkeiten eines natürlichen und zufriedenen Lebens, da bleibt ihr immer begrenzt und endet dann eben in der Verbittertheit oder auch einer Art Hilflosigkeit. Der Schlüssel liegt nicht im minimalen Aufwand, sondern darin, das Ziel bewusst zu formulieren und ein bewusstes Leben zu führen. Zu wissen, was sich ja, hinter den Begriffen versteckt und die Erkenntnis, dass man selber auch fehlbar ist und dieses demütig anerkennt. Ich hoffe, ihr könntet Euch heute was mitnehmen. Wenn Euch das Video gefallen hat, wisst ihr immer, Daumen nach oben, Kommentare, um die Diskussion anzuregen und auch mit mir in Kontakt zu treten und uns selber gegenseitig diesbezüglich zu befruchten. Ich habe auch nicht immer alles bedacht, aber das ist meine Inspiration für heute. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.